Bonn am Rhein, in der Geburtsstadt Ludwig van Beethovens, beginnt die Geschichte einer Familie, die aus Zucker Gold macht und sich nur ungern in die Karten sehen lässt. Bei Familienunternehmen Geheimniskrämerei gehört dazu. Nicht umsonst gibt es das Wort Familiengeheimnisse. Dabei weiß doch jeder, dass die aus ganz leckeren Goldbeerenzutaten hergestellt werden, nach einem uralten Geheimrezept. Und das verrät uns jetzt Dr. Hans Riegel, der Chef persönlich. Damit du das alles essen, aber nicht alles wissen. Der Goldbär, das Gummibärchen, ist die Goldader des Clans. Und damit das so bleibt, gilt allerhöchste Geheimhaltung. Also diese Rezeptur, die wird wirklich gehütet wie ein heiliger Gral. Wir sind da sehr verschwiegen, sehr verschlossen. Erst recht, wenn es um Erfindungen aus der Familie wie die Lakritzschnecken-Wickelmaschine geht, die kein Betriebsfremder je gesehen hat. Weil es eine Leichtigkeit ist, von einer Maschinenfabrik diese Maschinen dann nachzubauen und zu verkaufen. So schafft man sich ja Mitbewerber, die man eigentlich gar nicht haben will. Die Familie hinter den Goldbären führt ihre Geschäfte hochprofitabel und äußerst diskret. Das ist einer der großen Unterschiede, dass wir als Familienunternehmen keine Zahlen publizieren und keine Zahlen publizieren müssen oder auch keine Zahlen publizieren wollen. Ein Familienunternehmen benannt nach seinem Gründer Hans Riegel aus Bonn. Keiner verkauft so viele Fruchtgummis und Lakritzen wie die Riegels. Wie hat dieser Clan das geschafft? Waschküche in Bonn tüftelt Hans Riegel Anfang der 1920er Jahre an einer revolutionären neuen Süßigkeit. Der gelernte Bonbon-Kocher ist fasziniert von Tanzbären. Die dressierten Braunbären sind damals die Attraktion für Kinder. Ein Tanzbär zum Naschen. Keine Kamelle, sondern eine fruchtige Masse aus Gummi Arabicum. Immer wieder verfeinert Hans Riegel die Zusatzstoffe, bis er zufrieden ist mit seiner Schöpfung. Ein Tanzbär als Fruchtgummi, der Urahn des heutigen Goldbären. So schlägt 1922 in Bonn die Geburtsstunde einer Firma, die heute fast jeder kennt. Und Erwachsene ebenso. Heute ist Haribo ein weltweit agierendes Unternehmen. Mit Vertriebsniederlassungen in 26 Ländern und 16 Produktionsstandorten. Export in mehr als 100 Länder. Weltweit werden rund 1000 verschiedene Produkte vertrieben. Über 100 Millionen Goldbären verlassen täglich die Haribo-Fabriken. Die Jahresproduktion kann, stehend aneinandergereiht, viermal die Erde umrunden. Über 7000 Mitarbeiter erwirtschaften einen Umsatz, der auf 2 Milliarden Euro jährlich geschätzt wird. Gerade entsteht unweit von Bonn eine neue Unternehmenszentrale mit Produktion und Logistik. Die Zeichen stehen auf weltweites Wachstum. Und doch will Haribo ein familiäres Unternehmen bleiben. Kann das gelingen? Das ist ein klassisches Familienunternehmen. Das merken Sie daran, wenn Sie über den Gang gehen in der Verwaltung oder auch durch die Produktionshallen in Europa. Dann sehen Sie Mitarbeiter, die Sie seit Jahrzehnten kennen. Das macht für mich den Charakter eines Familienunternehmens aus, diese Zugehörigkeit. Das Familienunternehmen Haribo ist das Werk dreier Generationen. In der ersten Generation erfindet Hans Riegel den Tanzbären und legt mit seiner Frau Gertrud den Grundstein der Dynastie. Die Leistung der ersten Generation ist ganz einfach.
Ein Gründer muss gut gründen. Das heißt, er muss ein gutes Produkt finden, er muss auch schon vorausschauend sein, er muss schon ein solides Fundament schaffen, auf dem andere aufbauen können. In der zweiten Generation machen nach dem Krieg die Brüder Hans und Paul aus Haribo eine der großen deutschen Erfolgsgeschichten. Hans ist der Mann mit der Werbetrommel. Paul, der stille Tüftler, verantwortlich für die Produktion. Der eine Familienmensch, der andere kinderlos. Die zweite Generation hat nochmal auf dem Fundament aufgebaut, konsolidiert, weiter verfestigt, aber auch immens expandiert. Er bringt Haribo in alle Munde, Hans Riegel, und macht Thomas Gottschalk zum Gesicht der Marke. Er hat aus seinem Gefühl heraus, hat er was geschaffen, was monumental ist, was groß ist. Und er hat was geschaffen, was in dieser Größenordnung, wüsste ich jetzt nicht, in Deutschland einer geschaffen hat. Doch ohne die Maschinen, die sein Bruder Paul erfunden hat, wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Seit 2013 führt die dritte Generation das Unternehmen. Paul Riegels Sohn Hans Guido steht an der Spitze. Sein jüngerer Bruder Hans Arndt leitet den Aufsichtsrat. Von beiden gibt es offiziell keine Bilder und Filmaufnahmen. Bis jetzt. Nun spricht der neue Haribo-Chef erstmals über die Geschichte seines Unternehmens. Die erste Generation hat das Unternehmen gegründet. Die zweite Generation mit meinem Vater, meinem Onkel haben das Unternehmen aufgebaut, europäisiert. Die dritte Generation, wir sehen uns als Aufgabe, das Unternehmen und die Marke zu internationalisieren. Er will im Hintergrund bleiben und lieber anderen den Vortritt lassen. Wir haben uns entschieden, mehr international die Marke auszurichten. Und da sollte die Marke im Vordergrund des Unternehmens stehen. Nicht eine Person und auch nicht ein Testimonial. Also muss der Goldbär ran. Jeden Herbst seit 1936 tauschen Jung und Alt Kastanien und Eicheln gegen Goldbeeren und Lakritz bei der Tauschaktion am Firmensitz in Bonn. Wir haben es gewogen, 150 Kilo Kastanien und 50 Kilo Eicheln. Und das ergibt? Ja, wenn alles klappt, 25 Kilo Haribo. Oh. So viele! Darüber freuen sich Kinder. Aber auch Hirsche und Wildschweine in den Tierparks der Umgebung, an die Haribo das Tauschgut liefert. Die Idee dazu hatte vor genau 80 Jahren Firmengründer und Jäger Hans Riegel Senior. Sammelt mir doch ein paar Kastanien und Eicheln für die harten Winter, die es damals gab, für mein Wild. Herr Riegel hat sie dann sozusagen als Winterfutter verfüttert. Und diese Aktion gibt es heute noch, wo Kinder und Jugendliche 5 bis 6 Stunden in der Schlange stehen, die fast 1 Kilometer lang ist, und ihre Kastanien und Eicheln eintauschen. Seit Anfang der 20er Jahre geht Firmengründer Hans Riegel in Bonn seinem Handwerk als Bonbonmacher nach. Er will vorankommen, aus dem kleinen Hinterhofbetrieb eine richtige Firma machen. Vom Typus her war es ein Mensch, der gerne anpackte, der Dinge vorwärts bringen wollte und der auch selbst sehr früh beschloss, er möchte sein eigener Herr werden. Vielleicht kann man die Anfänge von Haribo mit einer modernen Start-up vergleichen. Mit dem Unterschied, dass er sich damals kein Geld geborgt hatte. Aber es war ein Ein-Mann-Betrieb, wo er dann allerdings auch seine Frau mitarbeiten ließ. Hans, du kannst doch nicht jeden Bonbon einzeln prüfen. Sonst wären wir nie fertig. Nächste Woche ist schon Karneval. Doch. Du weißt doch, Qualität unterscheidet uns von den anderen. Kamelle im Karneval, das macht Haribo bekannt. Hans Riegels Geschäft läuft gut an. 1921 heiratet er Gertrud und macht sie auch gleich zu seiner ersten Angestellten. Wo Kinder spielen, da ist immer auch Bedarf nach Süßem. Für Bonbonkocher Riegel die ideale Zielgruppe. Na ihr Racker, hier kommt Nachschub für euch, ihr Schleckermäuler. Ja, ihr kriegt ja was. Seine Devise war immer so, ich verkaufe 5 Päckchen, aber bringe auch immer gleich neue Kunden wieder mit rein. Und das ist wirklich interessant zu beobachten, weil so war es auch später bei Haribo. Man verkauft, aber man sucht auch immer wieder neue Klienten.
Kundenkontakt, Marktstudien. Das Einmaleins des Firmengründers. Größte Leistung der Gründergeneration, also von meinem Opa, ist das Unternehmertum gewesen. Das ist, ich muss mir vorstellen, es kommt aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Noch vor Ende des Ersten Weltkrieges beginnt er seine Lehre bei Kleutgen und Meyer als Bonbonkocher. Nachdem er sie beendet hat, nach kurzer Tätigkeit dort, gründet er sein eigenes Unternehmen mit meiner Großmutter. Er trägt das Risiko und baut noch vor Beginn des Zweiten Weltkriegs ein Unternehmen auf, was über 400 Mitarbeiter beschäftigt. Ich glaube, das ist der Grundstein für die zweite und auch für die dritte Generation. Hans und Gertrud Regel, ein Powerpaar mit drei Kindern, Paul, Hans und Anita. Die Verkaufshits damals sind vor allem Lakritzen, seit 1925 auch in Form von Schnecken. Der Tanzbär ist nur ein Nebenprodukt, der Durchbruch lässt auf sich warten. Doch das schmackhafte Tier gewinnt immer mehr auch prominente Freunde. Albert Einstein etwa. Für Kaiser Wilhelm im Exil sind Gummibären das Beste, was die Weimarer Republik hervorgebracht hat. Der Firma bekommt's. Bald schon liegt über ganz Bonn-Kessenich, wo Haribo produziert, eine nach Lakritz duftende Wolke. Fehlt nur noch der passende Werbespruch. Damals kam ein sogenannter fliegender Werbefachmann zu Herrn Regel ins Büro und sagte, ich habe einen guten Spruch für das Unternehmen und dann für 50 Reichsmark. Und dann hat Herr Regel gesagt, ja, dann sag den mal. Es ist die Premiere eines Slogans, den angeblich 98% der Verbraucher in Deutschland kennen. Kinder, mach mal Platz. Haribo macht Kinder froh. Es stammt aus einer Zeit, als man unbedingt wollte, dass sich solche Claims, wie wir sie heute nennen, unbedingt reimen. Haribo macht Kinder froh. Das ist sehr eingängig, das ist leicht zu merken, dass man ihn beibehalten hat. Als Claim, wie wir heute sagen, das ist das Geheimnis des Erfolges. Es einfach niemals verändert zu haben. Es singt so ein bisschen, es ist fröhlich, es ist kindlich. Haribo, Haribo, Haribo macht Kinder froh. So wirbt die Firma auch in der NS-Zeit. Hans Regel steht im katholischen Zentrum nahe und arrangiert sich mit den neuen Machthabern, hier Propagandaminister Goebbels mit Kölns Gauleiter Grohe 1939 in Bonn. Haribo gilt als vorbildlicher Betrieb. Doch erst 1944 wird Regel Mitglied der Partei. Er hatte zu den Machthabern ein sehr, sehr gespaltenes Verhältnis. Dazu war er auch zu eigensinnig, auch zu kritisch von Hause aus. Was die wenigsten wussten, war, dass der Firmengründer eine Kriegsbeschädigung hatte, nämlich er war schwerhörig geworden. Und ich glaube, er hatte auch schon genug im Leben gesehen und erlebt, um da einfach zum Mitläufer zu werden. Also es war ja nicht. Der Erste Weltkrieg, die Schrecken der Front, sie prägen Hans Regel. Jahrelang ist er als Soldat auf der Strecke Ypern-Verdun eingesetzt und wird verwundet. Als im Zweiten Weltkrieg auch Haribo-Arbeiter an den Fronten kämpfen, später auch seine Söhne Hans und Paul, schreibt Regel Senior Briefe an die Front. Auf die Erfolge im Frankreich-Feldzug sei er unermesslich stolz. Ein solcher Erfolg sei ihm als Soldat leider nicht vergönnt gewesen. Hans Regel schreibt: Ich habe vom heutigen Tage ab alle Gefolgschaftsmitglieder, die im Felde stehen, mit einer Summe von 3000 Reichsmark für die Dauer des Krieges versichert. Ein Familienunternehmen ist ein Familienunternehmen. Es gibt einen Familienchef, sei es ein Familienvorstand, ein Patriarchat oder wie auch immer, der es aber auch als Pflicht ansieht, für seine Mitarbeiter zu sorgen. Haribo stellt zwar keine Kanonen her, dennoch schaffen es Hans und Gertrud, dass ihr Betrieb als kriegswichtig weiter produzieren kann. Weil ihre Salmiakpastillen und Lakritzen als leistungssteigernde Pharmazeutika gelten. Sind sie das noch immer?
Im Kloster Seligenstadt bei Aschaffenburg macht sich Medizinhistoriker Johannes Meyer auf die Suche nach der Heilkraft der Lakritze. Schon die alten Ägypter machten Lakritze aus der Süßholzwurzel. In nördlichen Europa, also in unseren Regionen, wurde die Süßholzwurzel spätestens seit dem frühen Mittelalter verwendet. Also schon in der Klostermedizin war die Süßholzwurzel ein sehr bekanntes Mittel, auch um Halsprobleme, stimmliche Probleme zu beheben. Hildegard von Bingen zum Beispiel im 12. Jahrhundert empfiehlt die auch gegen Halsschmerzen, aber übrigens auch gegen schlechte Stimmung. Die Süßholzwurzel ist auf alle Fälle eine Arzneipflanze. Das ist ohne jeden Zweifel so und hat naturwissenschaftlich nachweisbare Wirkungen. Das Glycyrrhizin ist entzündungshemmend, das ist auch ganz wichtig, deshalb wird es sogar in der Wundbehandlung früher eingesetzt, aber auch bei den Halsentzündungen, bei Magenschleimhautentzündungen kann man das einsetzen. Aus dem Sud der Süßholzwurzel entsteht Lakritz, der Rohstoff für die Schnecke, die vor allem eines ist, süß und kein Allheilmittel. Die Lakritzschnecke von heute ist ein reines Genussmittel. Da sind nur 3% Extrakt der Süßholzwurzel drin. Und demnach kann man sagen, dass es zu wenig ist, um wirklich eine arzneiliche Wirkung zu haben. Auch dank Lakritzen übersteht Haribo den Krieg. Im März 1945 besetzen amerikanische Truppen Bonn und auch die Firma von Hans Riegel. Also es war schon sehr schwer, seine Firma besetzt zu sehen, weil besetzt zu sehen, er wusste ja nicht, wird er jetzt enteignet, wie geht das überhaupt weiter, das wusste ja keiner, wie die Weltpolitik sich weiterentwickeln sollte. Was wird mit Deutschland geschehen? Es muss ihm durch Mark und Bein gegangen sein. Er hat die Firma mit seiner Frau Gertrud aus dem Nichts aufgebaut. Es ist der 31. März 1945. Hans Riegel ist tot. Der 52-Jährige litt an einer Hochdruckerkrankung und an einer Herzmuskelschwäche. Umgehend schreibt Gertrud an das amerikanische Gefangenenlager in Frankreich, wo ihr Sohn Hans interniert ist. Lieber Hans, Vater tot, Herzinfarkt. Uns geht's gut. Bis auf bald. Mutter. Der Unternehmensübergang war auch immer zentrales Thema. Es ging das Unternehmen zu erhalten, die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter zu sichern. Die Verantwortung wird in allen drei Generationen sehr wichtig genommen. In der ersten Generation lastet nach dem Krieg alle Verantwortung auf Gertrud Riegel. Sie verhandelt mit den Besatzungsbehörden über den Fortbestand des Familienbetriebs. Ja, ich möchte gerne, es geht um die Lizenz für unsere... Hallo? Sie hat eine immens wichtige Rolle gespielt. Sie war sozusagen die Mutter Courage. Sie sorgte dafür, dass sie in ganz geringem Maße weiter produzierte, mit ganz wenigen, einer Handvoll vertrauter alter Angestellter. Sie sorgte dafür, dass sie die Genehmigung zur Weiterarbeit von den Briten erhielten. Also sie hielt die Fahne hoch. Hello, my name is Gertrud Riegel. I'm a very important Bonbon... Kamelle, you know, Kamelle-Producer hier in der Rheinland. In vielen Betrieben damals übernehmen Frauen die Führung, weil die Männer fehlen. Das Haribo-Werk ist im Krieg kaum beschädigt worden. Doch Rohstoffe sind knapp. Die Produktion läuft langsam wieder an. Und dann der Glücksfall. Beide Söhne kehren gesund zurück aus der Gefangenschaft. Mutter? Es war der Wunsch des Vaters, dass Hans und Paul den Betrieb übernehmen. In der Regel war es der älteste Sohn. Das rührt noch aus einer ganz alten Tradition her, dass früher der erste Sohn die Nachfolge des Hofes antrat, der zweite, der ging zum Militär und der dritte ging ins Kloster. Und über die Damen hat man nicht gesprochen. Eine solche Dame gibt es auch in der Familie Riegel. Zwischen Hans und Paul steht im Stammbaum Anita. Für den Chefsessel kommt sie nicht in Frage. Hans und Paul halten jeweils 4/9 des Unternehmens.
zwei Brüder und ihr Vater im Hintergrund ist immens wichtig. Es hat Symbolwert. Eifrig machen sich die Brüder ans Werk. Hans promoviert nebenbei, wie er es seinem Vater einst versprochen hatte. Das waren ja zwei Brüder. Der Paul machte die Technik. Und er war in der Firma nie der Chef, sondern hieß immer der Doktor. Was ist denn der Doktor? Der Doktor. Immer der Doktor. Eine klare Rollenverteilung soll Bruderzwist vorbeugen. Ich mache Vertrieb und Finanzen. Eine gute Sache. Ist doch viel effizienter, wenn wir uns aufteilen würden. So machen wir es. Sehr gut. Sie ergänzen einander. Sie ringen miteinander. Man spürte manchmal Spannungen. Und wenn ich dann zum Doktor gerufen wurde und er wieder eine Beanstandung hatte und sagte, was, warum, wie kann das passieren und so, dass, ich will nicht, dass das noch mal vorkommt, sagen Sie das auch meinem Bruder. Ich habe das nie dem Bruder gesagt. Paul Riegel ist der Techniker, zuständig für die Produktion. Seine Erfindungen machen es möglich, immer höhere Stückzahlen zu produzieren, so wie die Lakritzschnecken-Wickelmaschine, die keiner sehen darf. Noch heute hängt in jeder Produktionsstätte Paul Riegels mahnende Parole: vor allem Qualität. Mein Vater kam immer mehr von der technischen Seite, hat eigene Maschinen entwickelt, hat unsere Prozesse optimiert. Mein Onkel hat die Marke vertreten, hat die Marke aufgebaut. Und beide hatten eine sehr große Schnittmenge in ihren Werten. Es ging immer ums Unternehmen. Hans Riegels Stärke ist das Verkaufen. Er formt die Marke, feilt an der Werbung. Die Idee seines Werbeleiters, den alten Slogan Haribo macht Kinder froh zu erweitern, findet er so brillant, als käme sie von ihm selbst. Und Erwachsene ebenso. Er hat damit etwas getan, was heute sehr schwer ist. Er hat die Zielgruppe aufgemacht, wie wir sagen. Er hat sie erweitert. Er wollte einfach seinen Umsatz steigern, indem er mehr Menschen anspricht. Nicht nur Kinder, sondern alle. Kinder wie Erwachsene. Ein genialer Schachzug. Und jetzt gibt es noch ein Betthupferl. Haribo! Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Das ist eine meiner ersten Fragen in Vorstellungsgesprächen. Es kommen Bewerber und es kommt schon mal vor, dass dann frage ich, was würden Sie denn mit unserem Slogan machen? Und wenn da einer nur auf die Idee kommt zu sagen, über den würde ich gerne nachdenken, der hat leider verloren. Genauso unantastbar erscheint lange Zeit auch der Tanzbär des Vaters. Doch er soll sich besser verkaufen, dafür kleiner und aus Gelatine hergestellt werden, nicht wie bisher aus dem weicheren Gummi Arabicum. Es ging darum, das Rezept zu erneuern und die treibende Kraft war Paul. Und er erinnerte sich an ein Rezept, an ein Weingummirezept. Und er veränderte dann die Rezepturen aus 2 mach 1 was Neues und so ist dann der neue Bär entstanden. Und es bedurfte allerdings ziemlicher Überzeugungskraft von Paul, um seinen Bruder damit zu ziehen, vorwärts zu ziehen, damit der neue Bär geboren wurde. Das Urrezept des Vaters zu verändern, gleicht einer Revolution. Probier. Hans ist anfangs skeptisch. Schlecht schmeckt's nicht. Eigentlich schmeckt's klasse. Seither hat sich der Goldbär kaum verändert. Mit einer Ausnahme. Ich habe das eigentlich heimlich gemacht, habe dem Goldbär die Mundwinkel etwas hochgezogen, weil die hingen sehr tief unten und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Also ich habe anfangs einfach lächelnde Bären zur Produktion untergemischt, aber irgendwann hat dann die Produktionsleitung entschieden, nein, wir möchten doch, dass alle Bären lächeln und von nun ab lächeln alle Bären. Freundlichkeit verkauft sich eben besser. Das gilt gerade bei einem Produkt, das nicht unbedingt lebenswichtig ist. So wie der Goldbär, der vielerorts in Europa produziert wird, auch im neuen Werk in Großbritannien. Die Produktion darf nicht gefilmt werden, nur die Verpackung oder Qualitätskontrolle.
Nichts fürchtet Haribo mehr als Produktpiraterie. Seine wichtigste Marke schützt der Goldbären-Clan wie die Mutter ihr Neugeborenes. Als Konkurrent Lindt einen Schokobären auf den Markt bringt, sieht Haribo seine Markenrechte verletzt. Der Bundesgerichtshof weist die Klage ab. Viel Aufregung um ein Produkt, das vor allem aus Zucker besteht, zu 46%. In einer 200-Gramm-Tüte Goldbeeren stecken 31 Würfelzucker. Dazu kommen Fruchtzucker und Glukosesirup. Die Gelatine wird nach Angaben des Herstellers, wie bei anderen handelsüblichen Fruchtgummis, aus Schweineschwarten hergestellt. Die Beeren lächeln verführerisch, aber sie haben es in sich. Wir gehen sehr offen damit um. Wir sind transparent, was bei uns drin ist, welche Inhaltsstoffe bei uns drin ist. Kann man nachlesen auf jeder Packung, online nachlesen. Und schlussendlich müssen Menschen selbstverantwortlich damit umgehen. Süßigkeiten gehen bei ganz vielen Leuten eigentlich immer, obwohl jeder weiß, dass sie ja eigentlich ungesund sind. Haribo hat über Jahrzehnte an seiner Marke gearbeitet, und zwar konstant und stringent. Hat, wie ich das sehe, keine Zickzack-Bewegungen gemacht. Und da war sicherlich der Seniorchef, Dr. Hans Riegel, ein ganz wesentlicher Treiber, weil der die Fäden in der Hand gehalten hat. In den 50er Jahren hat die Firma der Riegels so richtig Fahrt aufgenommen. Das neue Lebensgefühl ist bunt, modern, mobil. Es geht aufwärts und Süßigkeiten von Haribo werden beliebter, je mehr der Wohlstand wächst. Eine ganz neue Erfahrung. Wo auch immer die reiselustigen Bundesbürger hinkommen, Haribo-Produkte sind schon da. Haribo-Konfekt. In aller Welt, in aller Mund. Lakritzen, so gesund. Haribo-Konfekt, das schmeckt. Zweistellige Wachstumsraten, Jahr für Jahr. Und Lebemann Hans erfüllt sich einen großen Traum. Dem ging's auch besser. Ach, kam auch mit einem Cadillac. Groß, bunt, ach, In der aufstrebenden Bundesrepublik ist Haribo aus der Hauptstadt Bonn eine Art Hoflieferant der politischen Prominenz. Auch Kanzler Adenauer erliegt dem Lockruf der Goldbären. Die gehören zum Wirtschaftswunder wie der Fleiß der Arbeiter im Werk. Wir waren eigentlich immer unter Druck. Wir mussten uns sagen lassen, vom Doktor mitunter, tut er ja nichts mehr. Aber das war immer nicht böse gemeint. Es gibt Geschichten, da hat er vielleicht eine kleine Überdosis Emotionalität gezeigt. Da hat er Leute rausgeschmissen und zwei Tage später hat er sie angerufen, doch bitte wiederzukommen. Streng wie ein Patriarch herrscht Hans Riegel und weiß doch, wie er die Werksfamilie bei Laune hält. So wird im Hof der Firma aus dem Löschteich ein Swimmingpool. Einmal pro Woche ist Badetag. Für alle. Ich war also mit meiner Frau sonntags in die Firma gegangen. Wir konnten dann da schwimmen. Dann konnte meine Frau nicht schwimmen. Und dann habe ich mir überlegt, ich hatte also einen Ledergürtel. Hab den meiner Frau um den Bauch gebunden und noch eine Schnur obendran. Und dann habe ich die in diesem Becken, bin immer über diese Mauer rund und hab der da versucht, schwimmen zu lernen. Zum Glück ist Hans Riegel in der Nähe. Er kam und sagte, kann der nicht schwimmen? Nee, sag ich. Er sagte, soll ich ihm mal einen Tipp geben? Schneiden Sie die Kordel ab oder lassen Sie sie fallen, dann kann die schwimmen. Und das habe ich gemacht. Meine Frau konnte dann schwimmen. Ein echter Firmenpatriarch hat eben alles im Griff. Haribo bin ich. Er war Teamplayer und Alleinherrscher. Im Zweifelsfall aber, glaube ich, eher Alleinherrscher. Bis ins hohe Alter treibt Hans Riegel die Expansion voran und sucht nach immer neuen Übernahmezielen.
Dänemark ist der erste ausländische Naschmarkt. In Solingen wird aus einer aufgekauften Pfefferminzfabrik der größte deutsche Haribo-Standort. Anfang der 80er Jahre wagt Haribo den Sprung nach Übersee. Da will sich der Chef die Kundschaft in den USA mal näher ansehen. You buy gummy bears, do you like it? Yeah. Yeah? It's for you. You like it too? I like gummy bears. Yeah? I like gloves. That's fine. I'm the producer of these gummy bears in Germany. Oh, yes. In den USA verzeichnet Haribo heute das stärkste Wachstum. Mitte der 80er Jahre gelingt Hans Riegel die bislang größte Übernahme. Wollt ihr Elfmeter schießen? Nein! Was wollt ihr denn? Mao Am! Alle wollen Mao Am. Und Hans Riegel zahlt wie immer in bar. Er hatte nie Finanzprobleme. Er musste sich nie von Investoren abhängig machen. Und das war, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Er erzählte mal die Geschichte kurz nach dem Krieg, als er den Laden mit seinem Bruder gerade übernommen hatte. Gab es einen Großkunden, der mit seiner Rechnung säumig war. Der hatte sehr lange nicht bezahlt. Das rief dann die Sparkasse auf den Plan, bei der er einen Kredit hatte. Und er erzählt das noch zig Jahre später immer noch wütend. Herr Riegel, mit diesem Beschluss sind wir berechtigt, Ihren Maschinenpark zu pfänden. Sie dürfen die Marken nicht entfernen. Nie wieder. Keine Kredite. Banken haben bei Haribo bis heute einen schweren Stand. Also ich habe in meinen 13 Jahren bei Haribo noch kein Gespräch mit einer Bank geführt. Reinreden soll keiner. Höchstens mitspielen. Die Riegelbrüder bringen Badminton aus Dänemark nach Deutschland. Hans baut auf dem Firmengelände sogar eine eigene Halle, gründet den Bundesverband und hat auch hier Erfolg. Deutscher Meister 1954, Dr. Riegel Luise Schmitz. Doch seine Begeisterung lässt nach, als nicht alle nach seinen Regeln spielen wollen. Er war als Präsident bestimmend, er wollte bestimmen und deswegen ist er ja auch getreten, weil irgendein Gegenkandidat aufgetreten ist und Gegenkandidaten konnte er nicht haben. Also da hat er lieber aufgehört. Widerspruch mag er nicht, weder in der Firma noch privat. Nach einer kurzen Ehe zieht es Hans Riegel vor, als Junggeselle zu leben. Er war mit seinem Unternehmen verheiratet. Ich meine, Frauen sind auch anders zu führen als ein Unternehmen wahrscheinlich. Die kann man nicht im Akkord bezahlen und dann machen sie mit. Der Patriarch zahlt gut, ist fürsorglich, verlangt aber auch viel. Solange man im Unternehmen, ich sag mal, sich ruhig verhält und seiner Arbeit nachkommt, war das alles in Ordnung. Aber wehe, dass dort mal jemand kritisch war, dann spürte man auch den sehr langen Atem des Hauses, ja. Bis heute spielen Gewerkschaften bei Haribo keine Rolle. Da waren Arbeitsbedingungen, die Löhne, teilweise ein Schnapsglas besser als das, was tariflich war, sodass von daher es natürlich für eine Gewerkschaft immer schwierig ist, da einen Fuß zu fassen. Paul Riegel hält, wie Hans, 50% am Unternehmen. Auch er ist sportlich, fährt Motorbootrennen und lebt ansonsten wenig auffällig als Familienmensch. In der Öffentlichkeit lässt er seinem Bruder den Vortritt. Hans Riegel war halt der Platzhirsch, der hatte die Publicity. Aber Paul Riegel fand das absolut in Ordnung. Er sagte, ich brauche den Rummel nicht. Ich weiß, was ich darstelle für das Unternehmen und was das Unternehmen mir bedeutet. Also er war gerne der Mann im Hintergrund. Während Hans seine ganz eigene Art der Kommunikation pflegt. Kommt ein Journalist zu ihm ins Büro, dann ist der immer auch gleich Testperson. Dann habe ich hier eine neue Idee, Glücksschweine. Was halten Sie von so einem Stück als 10-Pfennig-Artikel für die Kinder? Ich
bin aus den Interviews mit ihm immer mit einem Zuckerschock rausgekommen, weil auf dem Tisch hatte er immer Unmengen von Tüten mit neuen Produkten ausgebreitet. Man musste alles durchprobieren und er war dann wirklich hochinteressiert, ob es schmeckt, wonach, und sagte dann auch immer, das funktioniert noch nicht so, die kleben zusammen oder diese Füllung läuft aus. Da merkte man richtig, das ist so seins. Stets auf der Suche nach neuen Ideen, auch in der Kinder- und Jugendfachliteratur. Bravo, Fix und Foxy, Mickey Maus. Er las diese Kindercomics. Ich sehe aus diesen Sachen, was die Kinder wollen. Das wollen sie, das wollen sie. Und danach richte ich mich. Und das produziere ich denn. So einfach ist das. Er hat mit 80 beispielsweise auch noch selber PlayStation gespielt, um sich einfach in die Köpfe von Kindern und Jugendlichen zu versetzen. Heute werden die Neuheiten von Produktmanagern designt. Das war anders, als Mr. Haribo im Reich der Goldbären herrschte. Die Marktforschung war zu der Zeit wesentlich der Bauch von Hans Riegel. Er hat sehr oft Erfolg gehabt, er hat aber auch keinen Hehl daraus gemacht, dass es manchmal völlig daneben ging. 30 neue Produkte bringt Haribo jedes Jahr auf den Markt. Manche werden zu Klassikern, andere zu Flops. Die heilige Familie aus Fruchtgummi wird nach Protesten vom Markt genommen. Hat der Firmenchef mal wieder eine Idee, landet die bei der firmeneigenen Designerin, die dann versucht, das Beste daraus zu machen. Das ist ein handwerklicher Job, das ist total schön. Ich sage immer, es ist eine Mischung zwischen Zahntechniker, Goldschmied und Bildhauer. Noch immer werden viele Haribo-Produkte nach dem gleichen Prinzip hergestellt wie der Tanzbär aus den 20er Jahren. Maismehl ist wichtig, weil das Fruchtgummi, was dann dort reinkommt, hat sehr viel Feuchtigkeit und das muss irgendwo hin und das geht sehr schön ins Maismehl rein. Dann werden diese Beeren ausgehärtet, sie müssen ein bisschen länger noch im Puder liegen, also 3 Tage mindestens. Und danach kann man dann ganz vorsichtig die Produktstücke rausnehmen. Bei Haribo dreht sich eben alles um Beeren. Und wenn ein kleiner Eisbär wie Knut aus dem Berliner Zoo zum Medienphänomen wird, dann ist der Weg zum Produkt nicht weit. In nur 48 Stunden schafft es Haribo 2008, den Knuddelknutsch auf den Markt zu bringen. Das ist ja der Vorteil bei einem Familienbetrieb, wo die Hierarchie nicht so lang und weit ist, wo nicht 100 Menschen am grünen Tisch mitbestimmen, sondern wo man eben Entscheidungen fällen kann, Reaktionen schnell fällen kann. Um immer mehr Süßes unter das Volk zu bringen, setzt Hans Riegel auch massiv auf Fernsehwerbung. Nur noch wenige Augenblicke bis zum Anpfiff. Meier im Tor winkt noch einmal seinen Mannschaftskameraden. Müller läuft noch einmal zu Meier. Jetzt kommt auch Fußballstars im Bärendienst. Eine Investition, die sich auszahlt. Die Marktanteile steigen. Sich und seinen Freunden eine Freude machen kann. Goldbären von Haribo. Mein Onkel hat in den 60er, 70er Jahren sehr stark die Marke Haribo geprägt. Gerade in den letzten 30 Jahren auch mit unserem Testimonial Thomas Gottschalk sehr, sehr medial nach draußen vertreten. Eine ganz besondere Marketingidee hat Hans Riegel beim samstäglichen Fernsehabend, als ein bekannter Moderator unverhohlen von seinen Gummibärchen spricht. Du fühlst dich wohl hier, Gummibärchen sind da. Rot passend zum Kleid. Hier, eins gleich so, bitteschön. Die gleiche Schale, dasselbe Produkt, ein beliebter Showmaster. So beginnt die längste Partnerschaft der deutschen Werbegeschichte. Gottschalk und Mr. Haribo. Also das war so normal. Also das war so wie, ich sag mal, Terence Hill, Bud Spencer oder Tom und Jerry oder Sissi und Franz. Ja? Wer von beiden dann Thomas war, kann ich nicht konkret sagen, aber das gehörte zusammen. Das war nicht mehr zu trennen. Ich weiß. 24 Jahre später. Ich hab doch noch nie Werbung gemacht. Jetzt frage ich dich, wofür? Dafür. Denk drüber nach. Dann kam noch diese entscheidende Frage und dann habe ich so getan, als würde ich nachdenken, hatte mich aber innerlich schon entschieden, bevor die Frage kam. Es ist eine Zeit des Wandels im Hause Haribo.
2009 stirbt Paul Riegel mit 73 Jahren. Dass der jüngere Bruder als erstes geht, trifft Hans Riegel schwer. Von da an hat der Dr. Riegel schon ein bisschen mehr darüber nachgedacht, was ist, wenn ich auch nicht mehr da bin. Die Entscheidung ist nicht einfach, wie ein Blick auf den Stammbaum der Familie zeigt. Hans und Paul Riegel besitzen jeweils die Hälfte des Unternehmens. Junggeselle Hans Riegel hat keine Kinder. Paul Riegel war zweimal verheiratet und hat 4 Kinder. Eine Tochter und 3 Söhne. Der Älteste, Hans-Jürgen, steht nach Differenzen mit Hans Riegel nicht mehr zur Verfügung. Wären dann noch Hans Guido, Andrea und Hans Arndt. Happy Birthday, lieber Gott. Andere ans Steuer zu lassen, es fällt ihm nicht leicht. Viele alte Industriekapitäne haben es schwer loszulassen. Es ist ihr Lebenswerk und ich meine, man will ja ein Kind gut behütet wissen. Man will wissen, dass es gut weiterlebt. Ne? 2013 stirbt Hans Riegel, Mr. Haribo. Da stand für Haribo die Zeit still. Die vielen Jahre, die ich mit ihm zusammen verbracht habe, das war für mich wie eine Vaterfigur. Wie es mit seinem Kind, der Firma, weitergehen soll, dafür hat er noch rechtzeitig sorgen können. Nach zähem Ringen einigt sich die Familie auf eine neue Firmenstruktur. Die beiden Familienlinien von Dr. Hans und Paul Riegel halten jeweils 50% an der Haribo Holding. Hans Guido Riegel ist geschäftsführender Gesellschafter. Ihm zur Seite in der Geschäftsführung stehen gleichberechtigt 2 familienfremde Manager. Zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats wird Hans Arndt Riegel berufen. Der jüngere Bruder kontrolliert den Älteren. Beiden Familienständen, also meinem Onkel und meiner Familie, war es wichtig, den Halt des Unternehmens als Familienunternehmen auch über Generationen zu sichern. Ansonsten ginge eine Geschichte zu Ende, die ja so schön begann. In einer Waschküche. Mit einem Tanzbären, der zum Goldbären wurde. Haribo ist ja eine Erfolgsstory und hat natürlich auch viele Neider auf dem Markt hervorgerufen. Und dennoch ist die Familie niemals, wie sagt man, geistig in die Höhen geschossen. Sie sind halt Millionäre, Milliardäre, aber sie haben immer noch das Bodenständige, das Bönsche behalten. Die neue Zentrale entsteht gerade abseits von Bonn. Der Gründer, Hans Riegel, er hätte sich gewundert, welch ein Imperium man auf Zucker bauen kann.